Die 16-jährige Victoria hat das alles schon hinter sich und geht jetzt voll im Mutterglück auf. So läuft es eigentlich eh ganz gut. Und ohne ihr könnte ich schon gar nicht mehr leben. Love of my life, don't leave me. Ganze 2 Monate ist die kleine Emily jetzt schon alt und bringt frischen Wind in die Familie. Ja, ja, Enkel geben eben auch den Großeltern neuen Lebensinhalt. Und Vickys Vater ganz besonders. Wir gehen jeden Tag spazieren, 2-3 Stunden. Sie hält jung. Das einzige Unangenehme ist, wir haben keinen Aufzug. Wir müssen den Kinderwagen 3 Stock aufführen und wieder runtertragen. Hallo, Papa. Und wie geht's euch heim? Ja, gut. Sie schlaft. Sie ist ganz müde, gell? Ja, obwohl sie ganz Nacht durchgeschlafen hat. Und der Kleine ist schon ganz schön stressig. Meistens eben, wenn sie zickt. Unangenehm war es die erste Zeit, wo es die ganze Nacht geschrien hat. Besonders, wenn es Bauchschmerzen hat oder wenn ihr irgendwas nicht passt. Dann zickt sie meistens ganz viel. Es läuft so friedlich und merkt gar nicht, wie uns das, sie uns manchmal anstrengt. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich hatte voriges Monat, den 7., meine Regelblutung. Und diesen 7. ist sie ausgeblieben. Oh oh, ist da etwa Kind Nummer 2 unterwegs? Müsste den Opa doch freuen, oder? Ich bin auf jeden Fall jetzt wieder überfällig. Und ich habe Angst, dass ich wieder schwanger sein könnte. Bist du noch ganz dicht zwischen die Ohren, oder was? Was einem das Erste durch den Kopf geht, wenn die Victoria mit so einem Problem kommt, ist, so dämlich kann man eigentlich gar nicht sein. Ja. Ich habe es eigentlich versucht, eine starke und intelligente Frau zu erziehen. Wir werden eine neue Wohnung für dich suchen, für 2 Kinder oder was? Wie stellst du das vor? Ich kann die Reaktion schon verstehen von meinem Vater. Ich meine, er hat ja 5 Kinder, er weiß ja, wie das ist. Und ich meine, er weiß es auch, dass ich mit 2 Kindern dann nicht so gut klarkomme wie mit 1 Kind. Ein zweites Baby wäre natürlich schon ein bisschen eine Stressverdoppelung, ja, kann man sagen. Irgendwas müssen wir uns dann einfallen lassen, weil 3 Kinder brauche ich da nicht. Ich meine, ich bin zwar gegen Abtreibung, aber das müssen wir sich gut überlegen, was wir dann machen. Ein Papakind ist auch die 17-jährige Victoria aus Wien-Floridsdorf. Die Teenie-Mama hat ihrem Vater gebeichtet, dass sie wieder von Freund und Kindesvater Andi schwanger sein könnte. Und der reagiert ungewohnt streng. Muss ich dich jetzt ernst nehmen? Ja, das ist jetzt schon, weil was glaubst du, wenn wir das der Mutti erzählen, was dann passiert? Die fällt uns da am Boden und rührt sie nicht mehr. Es ist natürlich ein gemischtes Gefühl, wenn ich mir überlege, ob jetzt noch ein zweites Baby im Haus ist. Einerseits die Freude, es ist schon schön, sich mit Babys und Kindern zu beschäftigen. Andererseits muss ich mir jetzt da überlegen, wie lang bin ich noch fit genug für das. Wenn ich jetzt schwanger wäre, dann müsste ich urlang überlegen, was ich jetzt wirklich machen würde. Ich meine, weil 1 Baby so stressig, 2 doppelt Stress. Wenn ich wirklich sein sollte, dann werde ich es wahrscheinlich nicht behalten, sondern ich werde es wahrscheinlich auch abtreiben. Wenn ich abtreibe, dann auch nur, wenn das Kind wirklich noch keinen Herzschlag hat. Wenn es schon einen Herzschlag hat, dann würde ich es natürlich nicht abtreiben, weil das wäre für mich auch Mord. Ja gut, man kann es ja eventuell auch bekommen und eventuell zur Babyklappe oder überhaupt gleich wie man dann geht. Ich könnte es niemals in eine Babyklappe gehen. Das ist für mich ein No-Go. Das geht gar nicht. Geh jetzt einmal runter zur Apotheken und mach einen Test, bevor die Mutti kommt, dass wir da Klarheit haben. Die 17-jährige Jungmama Victoria aus Wien hat den Verdacht, wieder schwanger zu sein. Deine Mutti ist ganz schön blemblem, gell? Sie muss sich einmal um dich ordentlich kümmern, gell? Ja. Ja. Die Mama kommt gleich. Ja, die Mama kommt gleich. Sicher ist sicher, denkt Victoria Lager erst jetzt und hat gleich 2 Schwangerschaftstests gekauft.
bin schon wieder da. Ja. So, ich habe gleich zwei gekauft. Es kann ja sein, dass einer kaputt ist. Sicherheitshalber habe ich zwei genommen. Also wenn ein Strich ist, dann ist er nicht schwanger. Und wenn zwei Striche ist, dann bin ich schwanger. Wenn man einen Schwangerschaftstest macht, dann ist man schon ziemlich nervös. Ich glaube, das geht jedem so. Und wenn der positiv ist, dann hat man erst den richtigen Schock. Circa 2 Minuten müssen wir noch warten, dann zeigt das, dann ist fertig, dann zeigt das dann. Ich hab Angst. Naja, wissen wollen wir schon. Aber ich will nicht nachschauen. Schau nach, dann hast du das hinter dir. Die Spannung steigt. Bekommt Emily tatsächlich ein Geschwisterchen? Was in Wien-Floridsdorf bei Viktorias Schwangerschaftstest rauskommt, erwarten sie und ihr Vater Wolfgang mit Spannung. Ein weiteres Kind, so kurz nach der Geburt von Tochter Emily, wäre alles andere als ein Segen für die Teenie-Mama. Bei einem positiven Testergebnis käme für sie sogar eine Abtreibung in Frage. Nicht schwanger. Gott sei Dank, Erleichterung hoch 10. Ja, ich hab mir's gedacht. Ich hab's eigentlich eh geahnt oder gewusst, wenn nach einer Schwangerschaft verschiebt sich das. Der Wolfi war schon auch erleichtert, wo negativ gestanden ist. Und ich natürlich auch. Ich habe eigentlich nicht daran gedacht, dass das zweimal hintereinander jetzt geht, obwohl es ein Kondom genommen hat. Das versorgt nicht zweimal hintereinander. Aber ich habe keinen Bock, das jetzt Monat für Monat zu wiederholen. Ja? Wir sollten uns was Deppensicheres einfallen lassen, was die Verhütung anbelangt. Ich werde nachher den Herrn Dr. Brennl anrufen und werde mit ihm einen Termin ausmachen und der soll uns beraten. Okay, machen wir das. Hast du schon einmal irgendwas überlegt? Ich kenne jetzt die Spirale, dann kenne ich die Hormonspirale, dann kenne ich die 3-Monats-Spritze, die Pille eben, Kondom. Ich glaube, es gibt auch so ein Pflaster. Aber sonst kenne ich, glaube ich, keins mehr. Sagen wir der Mama nicht davon was? Ja, sicher werden wir der Mama was davon sagen. Können wir das nicht irgendwie geheim halten? Ich glaube, tät ich nicht. Ich meine, ich bin ja eh nicht schwanger, also können wir ja das ruhig auch irgendwie verheimlichen. Na, warum soll es nicht wissen? Warum machen wir einen Schock, wenn es gar nicht nötig ist? Naja, wieso, wenn du gleich sagst, du bist nicht schwanger, hat es nicht viel Schock. Ich weiß, wie sie reagiert. Sie wird mir wieder eine Geschichte erzählen und wie, warum ich nicht aufpassen konnte. Und das geht sicher jeden Teenager auf die Nerven. Nein, machen wir nicht. Nein. Also seit wann haben wir Geheimnisse? Ich habe immer Geheimnisse. Ja, ja, ich weiß. Na ja, ich mach halt das, wie du willst. Ja. Emily bekommt kein Geschwisterchen. Ja. Die 17-jährige Viktoria ist mit ihrem Vater auf dem Weg zu Dr. Armin Breinl, um sich nach dem kürzlichen Fehlalarm über sichere Verhütungsmethoden aufklären zu lassen. Ich möchte mit Ihnen über die ganzen Verhütungsmethoden sprechen. Ich möchte nämlich nicht andauernd Angst haben, wenn ich mit meinem Freund schlafe, dass das Kondom platzt. Und mit der Pille komme ich auch nicht zurecht. Es gibt ja genug sichere Verhütungsmethoden und eine davon werden wir jetzt sicher verwenden, dass ich wieder ruhig schlafen kann. Weil noch ein Baby zu Hause braucht man nicht wirklich unbedingt. Es ist wieder lang her, die Geburt, gell? Mhm. So schnell geht das und wächst und wächst. 3 Monate. Ja. Was bringt ihr denn heute zu mir? Was können wir heute machen? Ich würde gern über weitere Verhütungsmittel sprechen, weil ich habe es nicht so mit Pille und Kondom. Okay. Wie du schon gesagt hast, Kondom, ganz so sicher ist es nicht, gell? Weil immer wieder reißt das Zeug. So wie bei Emily. Wie du das schon weißt, ja. Kondomanwendung ist auch oft mangelhaft, dass man eben oft das Kondom auch verletzt. Da gehört auch etwas mehr Übung bei den Herren, dass das richtig angezogen wird. Und neben einer sicheren Verhütung
Es ist natürlich auch wichtig, sich vor Infektionen zu schützen, vor allem in der heutigen Zeit, wo es zu häufigerem Wechsel der Geschlechtspartner kommt. Und da ist eben das Kondom nach wie vor die einzige Möglichkeit, sich vor Infektionen auch zu schützen. Billy, hast gesagt, magst du auch nicht unbedingt, die Hormone liegen dir nicht so sehr? Nein, es geht nicht um die Hormone, sondern es geht darum, ich vergesse sie immer. Ich habe jetzt auch Wecker gestellt und ich vergesse trotzdem immer. Okay, sind junge Menschen oft etwas unverlässlich bei der Pilleneinnahme? Da passiert sehr oft, dass dann doch Schwangerschaften eintreten. Es gibt eine Alternative dazu, das sind die Spiralen. Da gibt es auch zwei unterschiedliche Modelle, also zwei Richtungen. Das eine ist die hormonelle Spirale und das andere ist ohne Hormone. Die hormonelle Spirale hat seine Vorteile, hat man keine Regel. Wenn man das nicht will. Aber sagt, das ist doch schlecht, wenn man da nicht die Regel bekommt, oder? Nein, das kann man so nicht sagen. Das ist ja bei manchen Pillen auch so. Ja. Es ist aber ein hormoneller Eingriff, da hast du recht, aber es ist halt anders. Okay. Bei der Kupferspirale hast du den normalen Zyklus. Das bleibt doch gleich. Okay. Es ist immer die Frage, in welche Richtung man will. Zurück beim Grazer Frauenarzt Dr. Armin Breindl, wo die 17-jährige Jungmutter Viktoria nach einer sicheren Verhütungsmethode sucht. Ich zeig dir mal, wie das Ganze ausschaut. Das eine ist so eine Hormonspirale zum Beispiel, da sieht man da ganz gut. Das ist das T, der Teil ist, bleibt dann drin in der Gebärmutter. Das ist nur zum Einlegen, du brauchst dann das Fürchten. Und das ist die kleine, das ist dann die Kupferspirale. Ja, die wird in die Gebärmutter reingeschoben. Das zeige ich dir da. Jetzt dachte ich, das Ganze. Nein, das Ganze, das schaut dann so aus. Gell? Das ist dann die Gebärmutter und da siehst du drinnen die Spirale. Es wird praktisch da durch den Muttermund reingeschoben. Okay, und in wie vielen Fällen ist schon mal jemand schwanger geworden? Kommt immer wieder mal vor. Also es gibt die, was machst du eine hundertprozentige Methode im Endeffekt gibt es nicht. Gell? Mhm. Wie gesagt, Kondom, weißt du, kann reißen, Pille kann man vergessen. Kupferspirale kann passieren, dass man trotzdem schwanger wird. Was gibt es denn noch für Mittel, also für Verhütungsmittel, was es da alles gibt? Du kannst anfangen von der Zeitmethode, wo man schaut. Da kann man Harntests machen, es gibt verschiedenste Möglichkeiten. Aber das ist wahrscheinlich die unsicherste. Ja, sind alle ein bisschen unsicherer. Also die sicherste Verhütungsmethode ist sicher die Unterbindung, aber das kommt natürlich nur für Frauen in Frage, die absolut keinen Kinderwunsch mehr haben, schon Kinder haben und ein gewisses Alter erreicht haben. Jede Methode hat Vor- und Nachteile. Man muss für sich halt das Beste oder das für sich, das, was einem am besten gefällt, heraussuchen. Und nachdem einmal schon sowas versagt hat, würde ich sagen, nehmen wir was Sicheres. Ja. Sie möchte da eine dauerhafte Verhütung haben. Und jetzt haben wir uns eben für die normale Kupferspirale entschieden. Ist auch eine sehr sichere Verhütung. Und ich glaube, damit wird sie auch glücklich sein. Für die 17-jährige Viktoria wird es ernst, denn sie hat sich für eine Kupferspirale als Verhütungsmethode entschieden. Tut das wie beim Reinsitzen? Wir geben dir vorher Tablette. Okay, das macht der Muttermund ein bisschen weicher. Kann man das machen? Gleich? Das machen wir dann gleich, ja. Tablette lassen wir eine Stunde wirken. Dann tun wir noch lokal ein bisschen was. Weil du musst deinen Muttermund ein bisschen anzwicken, dass du das auch nicht spürst. Und ruckzuck ist es drinnen. Ist die Wunder. Bei der Spiralenanlage ist es wichtig, zunächst abzuklären, ob die Gebärmutter auch spiralentauglich ist. Das hängt auch von der Größe ab. Zu groß, zu klein, das könnten Probleme machen. Schnell ist für Dr. Breindl klar, dass bei Viktoria alles passt. Was meinst du, muss rein? Ist ja, eine gute Idee? Ja, so. Bitte. Ist eine sehr gute Idee. Jetzt einfach ein bisschen durchatmen. Denkst an deine liebe Tochter. Die Kupferspirale wirkt mit zwei Hauptmechanismen. Das eine ist, es werden Kupferionen abgegeben, die den Samen inaktivieren sollen. Und es soll auch wirken, dass sich keine Schwangerschaft in der Gebärmutter einnisten kann. Ist schon vorbei? Es ist schon vorbei. Oh Gott sei Dank. Es hat schon etwas wehgetan. Also, ich habe mir das nicht so schlimm vorgestellt. Da kannst du entspannt hinlegen. Jetzt bin ich gespannt, wie das ausschaut. Anschließend wird er mit Ultraschall kontrolliert, dass er auch gut liegt. Ich empfehle Nachkontrolle nach der nächsten oder übernächsten Regel, dass man auch nochmal kontrolliert, dass die Spirale auch dort bleibt, wo man sie eingesetzt hat. Ja, da siehst du jetzt das, was da so weiß leuchtet. Und da oben ist das D, ja, das ist der Querbalken. Alles sehr spannend, doch Vicky interessiert etwas anderes viel mehr. Wie ist es jetzt mit dem Geschlechtsverkehr? Also kann ich gleich jetzt auch wieder haben oder muss ich warten? Jetzt kann eine leichte Blutung sein. Gell? Da ist der Tampon jetzt drinnen. Mhm. Das tust du in zwei Stunden raus.
Und Eile ab morgen sollte kein Problem sein. Okay. Okay, hoch. Geht schon. Ich glaube nicht, dass ich mit Kondom weiter verhüte, weil mein Freund will das nicht so sehr. Und ich ehrlich gesagt auch nicht. Und wenigstens brauche ich auf jeden Fall keine Angst mehr haben, wieder schwanger zu werden.